Eine Bedrohung für die ganze Welt, so kritisierte Russlands Präsident Putin die westlichen Sanktionen gegen sein Land nach dem Einmarsch in die Ukraine. Auf einer Wirtschaftskonferenz in Wladiwostok nahe der Grenze zu China und Nordkorea betonte er einmal mehr, Russland halte dem Druck gut stand. Zugleich räumte er aber auch sanktionsbedingte Wirtschaftsprobleme ein. So hätten russische Unternehmen zu kämpfen, die auf Zulieferungen aus Europa angewiesen seien. Ina Ruck in Moskau, welchen Eindruck haben Sie gewonnen bei dieser Rede? Wie ist er heute aufgetreten und vor wem? Aufgetreten ist er sehr selbstsicher. Dieses Wirtschaftsforum richtet sich ja Richtung Asien und Pazifikregion. Er hat dort nochmal gesagt, die Sanktionen seien ein Fieber des Westens, ein Wahn. Er hat es verglichen mit Corona, gesagt, es bedrohe global die ganze Welt. Und Russland komme gut klar, trotz einiger Schwierigkeiten. Was er nicht gesagt hat, ist, dass die russischen Wirtschaftsprognosen nicht besonders freundlich sind im Moment und dass Russlands Wirtschafts- und Handelswege vor allem ja eigentlich Richtung Westen gebaut sind und etabliert sind, dass es so einfach nicht sein wird, umzuschwenken in eine andere Richtung, was er ja immer wieder ankündigt. Die Gäste waren wenige Staatschefs aus der Region. Zum Beispiel war der Militärchef aus Myanmar da, den die Welt eigentlich oder die größten meisten Staaten der Welt nicht anerkennen als Regierungschef. Putin hat ihn empfangen wie einen Staatsgast. Es war ein Parlamentsvertreter, der Parlamentssprecher aus China da, der Ministerpräsident der Mongolei und noch der Armenier. Das war es dann auch schon. Aber Putin redet immer wieder von der neuen Weltordnung. Das war sein großes Thema. Ina, ganz kurz noch, inwieweit hat er sich zum Kriegsverlauf in der Ukraine geäußert? Die Ukraine sei nicht Thema auf diesem Gipfel, hat er gesagt. Er hat dann aber doch gesagt, nicht Russland habe angegriffen, das, was er immer sagt. Russland sei angetreten, diesen Krieg zu beenden, den es seit 8 Jahren gebe und den die Ukraine begonnen habe nach einem gewalttätigen Putsch. So nennt er die Maidan-Revolution. Also da nicht viel Neues. Ina Ruck, danke nach Moskau.